Ich weiß, ich stehe zwischen dem Mittagessen, habe trotzdem 30 Minuten, freue mich hier zu sein. Mein Name ist Sven Löffler, verantwortlich bei der Deutschen Telekom in der Organisationseinheit Digital Division, verantwortlich für die Geschäfts- und Strategieentwicklung für das Thema Big Data und datengetriebene Geschäftsmodelle seit jetzt 2,5 Jahren. Ich selbst komme von der IBM, habe da 4 Jahre bei der IBM gearbeitet, im Watson-Team aktiv gewesen. Der eine wird das Spiel Jeopardy vielleicht mal gesehen oder gehört haben. Und davor ein paar Jahre unterwegs gewesen im Business Intelligence Umfeld, Firma Cognos, wo es um Berichtswesen, also Gegenstück zu Business Objects, was Sie eben bei ProSieben gesehen haben. Jetzt würde ich die Slides haben wollen. Ich selbst bin im Umfeld jetzt schon, sage ich mal, 15 Jahre unterwegs, lange also. Deswegen ist für mich immer wichtig in so einer Big Data Konferenz, was ist eigentlich Big Data? Und Informationsmanagement an sich gibt seit 1960 relationale Datenbanken. Jeder, der studiert hat, wird wissen, Evolution hat es gegeben, Management-Informationssysteme, Business Intelligence war das Schlagwort an sich. Was ist denn für euch, für Sie, Big Data? Mal kurz, wir sind ja auf der Konferenz, also jeder müsste es eigentlich wissen. Was ist los? Keiner traut sich. Also dann definiere ich es mal für mich. Ist auch nicht schlimm. Wir haben einen. Hey, ja, gut, super. Ja, ich gebe das Mikro weiter. Na los. Ich glaube ja nicht an Big Data. Big Data für mich sind einfach Daten, die zu groß sind, als dass man mit traditionellen Methoden sie in relativ schneller Zeit noch bearbeiten kann. Sprich, die Big Data von gestern sind die Normal Data von heute und die Big Data von heute sind die Normal Data von morgen. Okay. Ein Thema neben diesen VVV könnte das sein, dass eben... Die sind die Faust, die ihr so ja, genau, referenziert, ja. Das Beispiel möchte ich aufgreifen. Aber im okay. Prinzip die Leute von DESY, Deutsche Elektronen Synchrotron, ja. Hamburg oder CERN, kennt man ja vielleicht. Klar. Wo auch das Web vielleicht, die Oberfläche. Genau. Das, was heute Big Data hier bei uns so letztendlich und die Peter und sonst was Bytes, das haben die ja schon vor 30, 40 Jahren gemacht. Und das Thema ist auch, was Realtime ist, wie schnell. Das heißt, wenn wir Daten schnell verarbeiten wollen und nicht die ganzen Daten irgendwo zentralistisch, hat eine schöne Diskussion, dann sind das Themen, wo halt Algorithmen, Sortierverfahren, Intelligenz, also eigentlich sowas wie Machine Learning oder Intelligenz rein muss. Und das muss halt programmiert werden, de facto. Und das ist in dem Kontext, denke ich mal, ein Service, der schon direkt an den Datenerfassung stattfinden sollte. Wir haben noch einen. Ich weiß nicht, ich will meinen Vortrag ja auch. Ich dachte, ihr seid nicht also so aktiv vorm Essen. Deswegen hatte ich gedacht, frage ich. Vielleicht noch ein Aspekt. Nicht nur schnell, sondern vor allem für mich ist Big Data komplett unstrukturiert. Da wird es spannend halt. Wir machen weiter. Es tut mir leid, sonst komme ich. Genau. Zeig's mir gleich die Karte und dann bin ich nicht fertig. Wenn ich es meinen Kindern erklären müsste, würde ich sagen, und das trifft so ein bisschen alles, was der ein oder andere gesagt hat, aus Daten Informationen machen, ist erstmal nichts Neues. Was aber neu ist, dass wir nicht nur Geschäftsprozessdaten haben, die strukturiert sind, sondern auch unstrukturiert sind. Das heißt, soziale Daten, menschlich generierte Daten, maschinengenerierte Daten fliegen in einer affenartigen Geschwindigkeit durch die Gegend. Was diese drei Charaktereigenschaften, Volumen, Velocity, Varietät, das sind so die drei technischen. Damit hört es für mich aber nicht auf, weil daraus will ich Erkenntnisse gewinnen, also Insights, also Daten, Informationen, strukturiert, unstrukturiert, unternehmensextern und intern. Und in der Königsdisziplin will ich eigentlich neue Geschäftsmodelle finden. Und deswegen ist Information irgendwann der vierte Produktionsfaktor. Das werden die Industrieunternehmen, tun sich sehr schwer. Agile Unternehmen wie so eine Obi, wie eine Wuga, wie eine andere, wie eine Zalando, die nur ein Kernsystem haben, weil sie aus dem Online-Umfeld kommen, für die ist es easy going. Für Facebook, für Google aller Art, weil die haben nur ein Kerngeschäftsprozesssystem. Also ich will damit sagen, Dateninformationen und dann die Königsdisziplin ist eigentlich neue Geschäftsmodelle finden. Und darauf will ich eigentlich so ein bisschen hinaus heute auch. Big Data ist eine technische Beschreibung, funktional kann man viel mitmachen, ich denke jedem bekannt, aber der Markt dafür, dass der da ist, ist, denke ich, gegeben und jedem klar. Wir tun es nur in Deutschland ein bisschen schwer. Ich selbst bin bei der Telekom, warum von der Telekom von der IBM zur Telekom, 230.000 Kunden, 42 Millionen Kunden, Mobilfunkkunden. Ich denke, in der Thematik IoT, Industrialisierung und Internet der Dinge, wo die Assets digitalisiert werden. Mobile Endgeräte ist ein Asset, eine Maschine ist ein anderes. Bosch, die Strategie, bis 2020 sind alle Teile digital. Heißt, wir müssen die Daten erheben, vernetzen,
speichern und wer kann es besser, wenn es länderübergreifend geht, mit Roaming-Partnern als ein Netzanbieter, wie es die Telekom ist. Deswegen denke ich, das Netz und die Trans und die Capabilities, die so ein Telekommunikationsanbieter mitbringt, sind gute Ausgangsvoraussetzungen, um das Internet der Dinge entsprechend voranzubringen. Unser CEO, der Tim Höttges, sagt, und das ist so ein bisschen, was ich in Deutschland momentan so sehe, wir sind sehr, sehr schnell in der Datenschutzdiskussion, wir sind sehr schnell in der Privacy-Diskussion, wir sind sehr schnell, darf ich doch nicht, wir haben es eben gerade gehört, die Daten werden anonymisiert, bei Ubisoft gerade der Beitrag, wie kann ich denn die Daten geschäftsdepartmentübergreifend nutzen? Nee, ich nehme nur meine Daten, aber eigentlich ist das Big Data die Definition, Geschäftsmodelle neue zu finden, will ich eigentlich alle Daten zusammen haben. Da interessiert mich nicht, dass ich die trenne und ich will sie auch, klar muss ich sie anonymisieren und muss auch gewisse Regeln einhalten, damit ich nicht auf die Personen identifizieren kann, das ist mir schon klar. Aber es hilft nichts, wenn man siloartig denkt, weil das ist das, was wir im Data Warehousing, im Business Intelligence die letzten Jahre falsch gemacht haben. Deswegen ist Big Data mehr als nur, ich werte mal was aus und ich stelle mal einen Bericht dar, weil es ist eine Riesenchance und Leute wie Google und Yahoo und Amazon und wie sie alle heißen, machen uns das vor, denen schert das schert die überhaupt nicht. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen mal, da sind wir in Deutschland und Europa noch ein bisschen weiter weg. Also ich denke, in dem Umfeld gibt es viele Potenziale. Das Internet der Dinge ist so der Ausruf dessen. Und wir werden sehen, dass es Ansätze geben wird, die in den verschiedensten Branchen, sei es im Healthcare, sei es im Automotive, wenn ich in die Manufacturing-Industrie reingehe, dann redet man da gerne von Industrie 4.0, also die intelligente Fabrik. Wenn dann die Teile alle vernetzt sind in der Fabrik, wie kann ich die Daten erheben, vernetzen und wie kann ich optimierende Wege der Produktionsgüter in der Fabrik oder auch in der Zulaufsteuerung optimieren? Das sind alles Dinge, damit beschäftigen sich die Unternehmen. Aber die große Herausforderung ist natürlich, wie erhebe ich die Daten, wie speichere ich die Daten, weil das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Also im Sinne von unstrukturierter Art, relationale Datenbank ist per se nicht so optimal, kann zwar irgendwie über Blob irgendwas speichern, dann gibt es vielleicht die Geschwindigkeit der Sensoren, der Aktoren, die durch die Gegend fliegen, auch eine Herausforderung. Und deswegen ist eigentlich vor, ich denke mal 15 Jahren so ungefähr, eine Technologie um die Ecke gekommen, die hilft, so wie man das Linux-System vor einiger Zeit noch so ein bisschen beliebäugelt hat, ist das eine Technologie, dieses Hadoop-Ökosystem, ein Framework, eine Open-Source-Technologie, die vor 15 Jahren von Google Yahoo entwickelt wurde, vor 4-5 Jahren in den Markt eingeführt wurde von etablierteren Anbietern, wie so eine Cloudera, eine Hortonworks, eine MapRes, sind so Anbieter, die man in dem Datenmanagement-Kontext vor 5 Jahren noch gar nicht gehört hat, die aber jetzt massiv Geschwindigkeit aufnehmen, weil die sich auf die Fahne geschrieben haben, kostenoptimiert, und das ist eigentlich der Treiber, der kostenoptimiert Daten jeglicher Art, strukturiert, unstrukturierte Art, in einer affenartigen Geschwindigkeit speichern, also reinzuschreiben, aber auch rauszugeben, dem Unternehmen oder euch entsprechend anbieten zu können, um dann nämlich sich auf den Kern zu konzentrieren, nämlich den Wertbeitrag von Informationen, sich darauf zu konzentrieren. Also was ist der Wert an Daten, wenn ich die miteinander vernetze? Und da helfen mir so eine Berichte gar nichts, weil wenn ich wirklich Big Data in der Königsdisziplin machen möchte, dann muss ich explorativ mit Daten arbeiten. Das heißt, ich habe einen Datensatz, der vielleicht aus der Maschine kommt. Ich habe eine Wetterinformation. Das wäre für mich jetzt schon die Definition, das passt ins Big Data. Wir haben vielleicht eine Kundeninteraktion, wo der Kunde im Online-Portal irgendwas gemacht hat und bringen die Daten zusammen und stellen fest, dass es daraus Zusammenhänge gibt, die ich vorher, wenn ich hypothesenbasiert, und das ist ja, was Data Warehousing mitgebracht hat, herangehen wäre, nie geschafft hätte. Und das ist eigentlich das Potenzial und das wird sich in den verschiedensten Bereichen wird man das sehen, das Beispiel ist alt, aber ich finde es gut, weil Industrieunternehmen, Mittelstand, wenn ich es mal so nennen darf, eine coole Applikation. Wer kennt denn den virtuellen Kochassistenten? Wer kocht von euch? Keiner. Die haben das Problem natürlich, dass alle 20 Jahre nur Kochtöpfe gekauft werden oder derjenige, der heiratet, kriegt natürlich so eine Aussteuer, kriegt einen Kochtopf geschenkt. Nach 20 Jahren kauft man in der Regel wieder Kochtöpfe. Was haben sie hier gemacht? Die haben einen Kochtopf auf den Markt gebracht, mit dem man sich über Bluetooth mit seinem Handy verbinden kann. Was hat das für einen Vorteil? Für mich als Familienvater ist es ganz cool, ich sitze auf der Couch, das Handy sagt mir, jetzt kommt Fleisch rein, jetzt kommt Gemüse rein, spiele weiter mit den Kindern und ich bin relativ relaxed unterwegs und dann esse ich irgendwann die Suppe, wenn es dann die Suppe ist. Hat natürlich dann den Hintergrund, jetzt meine WMF vorstellen, die bisher nur Töpfe produziert haben. Wir haben ein mobiles Endgerät, haben eine App geschrieben, cool. Sammeln Daten ein, was mache ich damit?
Was wollen die damit erreichen? Die wollen natürlich irgendwie den Nutzungsgrad feststellen, die wollen irgendwie feststellen, wann ist der ideale Zeitpunkt, wann ich wieder einen Kochtopf kaufen könnte. Vielleicht bin ich auch unzufrieden mit dem Ding. Und so weiter und so weiter. Und das ist das, was ich mit Big Data meine, interne Geschäftsprozesse in die Außenwelt bringen, die Daten verbinden und daraus jetzt einen neuen Service anzubieten. Und das ist nur ein Beispiel. Die Automobilhersteller in Deutschland sind da sehr, sehr weit. Da wird es schöne, coole Services in der Zukunft geben. Das ist aber für mich so ein Beispiel, was Richtung datengetriebene Geschäftsmodelle ein gut cooles Beispiel ist. Ja? Also es wird, jetzt habe ich mal eins mitgebracht, ich habe mal ein paar plakativ hingeschrieben, es wird also die Branchen und die Verticals der verschiedensten Unternehmen dann revolutionieren und natürlich so eine RWE, so eine E.ON sagt, Mensch Löffler, was erzählst du denn damit mit Smart Metering und so, muss ich ja irgendwie die Daten ablegen. Meine IT ist doch total überfordert. Bisher ist ein Kunde ein Abnehmer, oder ist er nicht mal ein Kunde, der gibt einmal im Jahr seine Zählerstände ab, wenn es das mit dem Smart Meter so sich durchsetzt, wo wir in Deutschland ja so ein bisschen hinten dran sind, dann müssen die IT-Architektur umstellen, sind darauf überhaupt 0,0 vorbereitet. Dieses Volumen, 15-minütlich vom Smart Meter irgendwie, der sendet die ganze Zeit Informationen. Und so sieht es eigentlich auch mit der Sensorik, Aktorik aus. Das heißt, es ist eigentlich zu sehen, jetzt schon in den Unternehmen, dass neue Technologien wie aus dem Hadoop-Ökosystem sich in den Unternehmen erstmal etablieren müssen. Startup-Szene, agilere Unternehmen, die können sich dann mal so ohne weiteres so ein Programmchen mal installieren, was es gerade aus dem Ökosystem gibt. In Großunternehmen ist es in der Regel nicht der Fall. Was ich da aber sehe, da sind sogenannte Big Data Labs, die sich etablieren. Das heißt, so eine BMW, so eine Daimler, so eine Volkswagen, die haben ein Big Data Lab initiiert, herausgelöst aus der klassischen IT-Architektur und Infrastruktur und haben agile Infrastrukturen, Data Scientist Teams, die nichts weiter machen, als aus den verschiedensten Geschäftsprozessen heraus Daten nehmen und die entsprechend mit anderen Daten anreichen, um damit neue Geschäftsmodelle, neue Services im fahrenden Auto zu finden. Mein Beispiel, hier aus dem Umfeld heraus des fahrenden Autos. Also, man sieht es hier schon, Internet der Dinge, alles ist konnektiert, das Auto, die hochklassigen Autos haben schon eine SIM-Card von uns, andere werden es kriegen. Das heißt, es sind 89 Diagnosepunkte im Auto zu finden. Diese Diagnoseinformationen kann ich per Knopfdruck oder das Auto sendet kontinuierlich Informationen. Wo bin ich? Wo befinde ich mich? Wie ist mein Verhalten? Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Verkehrsflusssteuerung. Ich glaube, jeder hat schon mal im Stau gestanden. Wäre, glaube ich, eine coole Sache. Meine optimale Route, aufgrund von Verkehrsflüssen zu kriegen. Ich denke, das ist eines der größten Probleme, was wir momentan haben. Aber da wird ein OEM, ein BMW oder ein Daimler wahrscheinlich nicht ausreichen, sondern man muss eine kritische Masse haben, um wirklich auch zu sehen, wie viele Autos sind auf der Straße. Also auch da wird es Partnerschaften sicherlich geben, wo man die Daten dann aus dem Auto, aus den Verkehrsleitsystemen, aus dem Wetter, das ist schon die dritte Datenquelle, zusammenführt, erhebt und dann das eine Problem löst, den optimalen Service des fahrenden Autos anzubieten und die optimale Route anzubieten unter Zeit- und Nutzen- und Kostenaspekten. Ein Use Case, den man sicherlich sieht, aber natürlich, man muss davor ein paar Sachen machen. Man muss davor die Daten in Informationen umdrehen, man muss die erstmal einsammeln, man muss sie vernetzen, man muss sie ablegen, man muss sie sicherheitsorientiert ablegen, man muss gewisse Regeln einhalten, um dann irgendwann, hoppala, diese Services hier unten zu machen. Und dann gibt es irgendwann vielleicht ein fahrendes Auto, was mir sagt, Sven Löffler gerade in Köln, Starbucks ist rechts, ich weiß, du trinkst gern Starbucks, habe ich in deiner Starbucks-Karte ja gesehen und so weiter und so fort. Heute Gutschein, Smoothies für einen halben Preis ab 15 Uhr, fahr doch kurz ran, hast den Termin erst um 17 Uhr. So eine Ideen sind schon da, bis hin zu Content, der dort angeboten wird, der das Auto zum multimedialen, sage ich mal, Objekt macht, wo man sich einfach immer connected ist und Services einfach abonnieren kann und idealerweise so Pay-Per-Use. Ja? Und da muss man hinkommen. Wie kommt man da hin? Man muss natürlich, und das ist das, was ich hier nochmal deutlich auch an so einem Industriebeispiel gerne gemacht habe, man muss die Dinge natürlich vernetzen. Ne? Also es fängt mit so Basisdingen an. Gerade gestern mich mit jemandem unterhalten, der sagt, Mensch, im Health-Umfeld, wenn ich jetzt die digitale Krankenakte oder die Krankenakte mir angucke, die müssen erstmal ihre Arztberichte aufschreiben. Die müssen auch erstmal die Behandlungsergebnisse dokumentieren. Die müssen dann erstmal auch diese Informationen mit anderen vergleichen. Und so ist es eigentlich auch in der Industrie. Das heißt, ich muss erstmal die Dinge vernetzen und erstmal, dass sie überhaupt senden können, machen. Das heißt, ich brauche Netze, hoppala, die dann auch eine Kommunikation gewährleisten. Wir stellen uns das fahrende Auto vor, ich werde den Service nicht nur in Deutschland anbieten, sondern auch in der Schweiz oder ein größeres Problem, Diagnose oder ein Fehler taucht auf.
wäre schlecht, wenn ich das Auto, wenn ich die Grenze passiert habe, auf einmal in der Schweiz nicht mehr finde. Das heißt, dieses sendende Device oder das Asset sollte dann auch länderübergreifend auffindbar sein. Das heißt, die Kommunikation der Devices und übergreifend ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und die Eingangsvoraussetzung, um dann hier so eine Management-Plattform, Analyse-Plattform, um dann High-Value-Use-Cases überhaupt anzubieten. Das ist so ein bisschen die Clusterung, also erheben, vernetzen, analysieren, neue Geschäftsmodelle finden. Wir von der Deutschen Telekom haben gesagt, das ist sehr erschlagend. Das ist eine PDF, glaube ich, ne? Sonst baut sich das in der Regel langsam auf. Dann wird man nicht ganz so erschlagen, aber nichtsdestotrotz. Man sieht hier die Data Sources. Geschäftsprozesse, offene Daten, Maschinendata, Human Data. Es gibt sogar noch den dritten, fünften Begriff, Dark Data. Gerade ein Startup mich angeschrieben, hey, ich habe hier ganz coole Daten gefunden. Könnt ihr nicht damit auch was machen? So muss ich mal überlegen, was das so ist, was der so machen will. Aber diese Töpfe werden angezapft, transferiert. Und da muss man sich entscheiden, es gibt verschiedene Disziplinen. Entweder macht man das batch-orientiert oder man macht das in strömenden Daten. Das hängt vom Use Case ab. Das heißt, wenn ich so einen Online-Shop habe und ich will dem ein beste Offering anbieten, das optimale Offering, dann wäre es blöd, wenn ich einmal am Tag die Daten nur vom Webtrack erhebe. Das heißt, da wäre es schon gut, täglich, sekündlich die Daten zu erheben, zu analysieren, abzulegen und entsprechend das Next Best Offering dem Kunden anzubieten, weil vielleicht noch gerade ein roter Regenschirm im Angebot ist. Das heißt, hier muss ich dann Echtzeitverfahren anwenden und man redet dann oft von, und da gibt es eine Vermischung zwischen Technologien, Business Process Management, Modeling mit Business Activity Monitoring, sind alles Märkte und Disziplinen, die es vorher schon immer gab, vermischen sich jetzt mit dem Informationsmanagement-Datenstrom, weil man möchte eigentlich den Geschäftsprozess, den ich gerade im Online-Shop beschrieben habe, irgendwie den Kreislauf so schnell drehen, dass die Daten und Informationen, die an dem Prozess entstehen, eigentlich sofort wieder in den Geschäftsprozess einfließen. Deswegen wird man vorfinden, dass man verschiedene Lösungsbausteine für das Problem braucht. Für so ein Online-Thema, da wird mir so eine relationale Datenbank oder für so ein Online-Game, da wird mir so eine NoSQL oder MySQL-Datenbank nicht helfen, ja, weil die einfach zu kostenintensiv ist und einfach viel zu langsam ist. Die könnte ich zwar schneller kriegen, aber mit einem hohen Kostenaufwand, also muss ich sehr viel PCs, CPUs bereitstellen. Das ist so ein bisschen auch, wie das Hadoop-Ökosystem ja auch entstanden ist. Die sagen, das, was ihr, wenn Google so weitergemacht hätte mit den relationalen Datenbanken, hätten die das nie, das Problem gelöst, sehr performant überall auf der Welt, schnell die Abfragen zurückzukriegen zu adäquaten Kosten. Das heißt, deswegen hat sich das Thema Hadoop-Ökosystem als eine der neu aufkommenden Technologien etabliert. Aber, und das will ich nicht vernachlässigen, es gibt natürlich Anbieter wie so eine SAP, die sagen, wir machen das Ganze in Memory, was auch eine coole Lösung ist, auch wenig. Keine geringe Latenzzeiten, auch in Echtzeit Dinge visualisiert, aber zum anderen Kostenblock. Hängt vom Kunden ab, hängt von den Geschäftsprozessdaten ab, hängt vom Vorsystem ab, wird es gar nicht schlechter stellen, ich will nur das sensibilisieren. Hadoop ist nicht immer das Problem, es löst nicht immer das Problem. Ja? Weil einige Dinge im Hadoop sind noch gar nicht gelöst. Security, Data Governance, Metadatenmanagement. Nur mal so als, ich lade mal was in den Cluster rein, was habe ich denn da reingeladen? Wie finde ich denn die Daten wieder? Alles Dinge, die gut unterwegs sind und ich glaube, die entwickeln sich auch gut, aber wir sind noch nicht da, wo die letzten 40 Jahre eine Oracle, eine IBM, eine Teradata, relationale Datenbanken, sehr viel Geld investiert haben, um die relationalen Datenquellen so gut zu machen, wie sie jetzt sind. Das heißt, deswegen ist dieses Thema hier drüben nicht zu vernachlässigen und findet man auch in jedem Unternehmen wieder und man findet auch wieder die Kategorie High Performance BI. Das sind sogenannte Appliances, die machen nichts weiter als strukturierte Daten, mal um es einfach zu sagen, einfach schneller. Da stellt man eine Box daneben, das könnte dann eine Appliance sein von einer IBM, eine Pure Data, das könnte eine Oracle Exadata sein. Das ist einfach eine massive Maschine, die einfach die Dinge in den Hauptspeicher oder in andere Speichertechnologien verwendet, um das Ding schneller zu machen. Und das Gesamte, und das ist das, was wir dann hier anbieten, das kann man natürlich, und das ist das, was eigentlich meine Message ist. Viele befassen sich auch, die Großunternehmen, mit der Technologie. Gerade vor 2 Tagen vom Kundentermin gekommen und sagt, Mensch, habt ihr nicht Ahnung, wie das Ding, welches Projekt muss ich denn von den Open-Source-Komponenten zusammenschrauben? Wie kriege ich das noch? Junge, agile, sage ich mal, Mitarbeiter, die machen das im Schnips, aber so gewachsene Organisationen, ist meine Erfahrung, die tun sich erstmal in der Bereitstellung der Software sehr schwer und die tun sich in dem Adaptieren der neuen Technologie sehr schwer. Deswegen ist unser Angebot hier, Try-and-Buy-Umgebungen anzubieten, sich
mit diesem ganzen Kram hier unten überhaupt nicht auseinanderzusetzen, sondern auf den Use Case zu konzentrieren. Das heißt, was ist der Wertbeitrag der Big Data Technologie? Welche neue Geschäftsidee kann ich denn finden? Und hier sind ein paar Mal angeteasert, wo ich in, wir haben eine Unternehmung gegründet, die nennt sich Motion Logic. Da kümmern wir uns um Indoor- und Outdoor-Analytics. Das heißt, Mobilitätsdaten unserer Kunden werden hochgradig anonymisiert, Kunden angeboten und wir können feststellen, wie lange unsere Kunden, ein Beispiel auf der Fanmeile zum Fußball-Länderspiel, Endspiel Deutschland-Argentinien. Wir wissen ganz genau, da stand 250.000. Wir wissen ganz genau, wie der Abfluss und Zufluss zu dem Brandenburger Tor war. Wir können damit natürlich dann Einsatzkräfte optimaler steuern. Wir können Zuflusssteuerung haben. Wir können besser, sage ich mal, mit Gefahren umgehen. Das sind so Dinge, wo man Outdoor-Analytics auf Mobilitätsdaten machen kann. Und das sind so neue Geschäftsideen und neue Geschäftsfelder, auf die wir uns gerne konzentrieren würden. Und das natürlich alles dann auch wieder zurückgeben über so ein mobiles Endgerät, um dann entsprechend diesen Service auch nutzen zu können. Ich gucke mal mir ein Beispiel, nur dass wir mal ein Gefühl kriegen. 1 Terabyte an Daten, Listpreis von der SAP, nur ein Gefühl mal zu kriegen. Und das ist das, wo so die Größenordnung. Listpreis vor einem Jahr war irgendwie bei 800.000, jetzt liegt er irgendwie bei, nach einer großen Preisreduktion bei 300.000, 400.000, hängt immer ein bisschen vom Vertrag ab. Aber ich will nur mal die Dimensionen festmachen. 1 Terabyte. Wenn ich jetzt hier in dieses Bild hineingehe, es gibt hier verschiedene Varianten, die wir hier anbieten und das macht momentan diese Bewegung Big Data so klar. Ein Full-Managed-System von 22 Terabyte, das würde sich eigentlich einzeln aufblättern, deswegen ist es ein bisschen chaotisch, was ein Volumensystem mit sich bringt, fully managed, pro Monat auf 36 Monate, kostet 9.800 Euro im Monat. 300.000 über 3 Jahre, 23 Terabyte, das ist aber fully managed, also managed im Sinne von Operating System, Hardware, Cloudera-Lizenz, die wir hier dahinter haben, nur einfach als Beispiel mal. Hier sieht man, was da alles so drin ist, wie viele Cores sind dahinter. Das heißt, eine komplett andere Dimension als das, was man vielleicht so in klassischen Informationsarchitekturen vorfindet. Und das ist so ein bisschen die Bewegung, die sich auch in den Unternehmen so vorfindet. Was ist meine Informationsarchitektur der Zukunft? Wie spielen die neuen Technologien mit den alten Technologien zusammen? Und was ist der beste Weg für meinen Use Case, um dann Innovationen und neue Geschäftsmodelle zu finden? Ja. Wie kann man sich dem Thema nähern? Ich hatte hier gerade so ein Try and Buy. Das kann man sich auf der Webseite angucken, runterladen, spielen, eine Testlizenz, so eine Art Sandbox kann man da starten. Da hat man dann aber keine wirklichen Hardware dahinter, sondern eine virtuelle Umgebung. Das ist mal der erste Start für Großunternehmen, sehr interessant, mittelständische Unternehmen. Unsere Kunden, so ein Elektro-Kramer mit 50 Mitarbeitern, die auch am Big Data-Kontext teilhaben wollen, die sagen, Mensch, wie kann ich denn meine Einsatzkräfte besser steuern? Wie kann ich denn meine Teile besser optimieren? Wie kann ich mit den Aufträgen besser umgehen? Bei Regen, bei Schnee, das sind so Faktoren, wo man verschiedene Prozessdaten einsammelt. Die können natürlich nicht sich so eine Big Data-Infrastruktur aufbauen, ausgeschlossen. Die haben meistens nur einen, der überhaupt die IT managt, wenn überhaupt. Da ist die Idee wirklich, Services anzubieten, wo man ein konkretes Problem, einen konkreten Case hat, wo man in so einer Try-and-Buy-Phase exemplarisch sowas umsetzt und sagt, Mensch, wie ist denn der Innovationsgrad dieses Use Cases zum einen, aber auch zum anderen gibt es Kunden, die sagen, ich muss Big Data machen, mein Vorstand sagt es. Ich habe es beim Energieversorger gesehen, ich mache Big Data, muss ich machen, machen alle meine CIOs, machen alle, die sagen mir alle, die machen Big Data, aber keiner weiß, was er machen soll. Weil wenn... Was sind denn die Innovationen? Was sind denn die neuen Geschäftsmodelle? Wie differenziere ich mich denn vom Wettbewerb? Sag ich, wenn ich da reinlaufe, ich habe auch nicht die Lösung für dich. Aber ich kann dir helfen, in so einem Innovationsworkshop, setzen wir uns mal mit deinem Fachbereich 4 Stunden hin und ich erkläre dir mal, was grundsätzlich in deiner Branche so abgeht. Und dann sagst du mir danach, ob du die Daten dazu hast. Weil ich hatte ja am Anfang gesagt, Daten müssen erhoben werden, sie müssen vernetzt werden. Da kann ich noch so eine coole Idee haben. Wenn ich die Erhebung nicht habe, werde ich scheitern. Und wenn ich der Daten-Owner nicht bin, werde ich auch scheitern. Also ich saß so einem Energieversorger zum Beispiel, der sagte mir, ich fliege mit Flugzeugen durch die Gegend, mache Wärmebildaufnahmen meiner Häuser, verbinde die mit meinen CRM-Daten und gebe die Daten meinem Kundenberatern und die sollen dann durch die Gegend laufen und sollen sagen, du bist Kunde, du bist nicht Kunde und ich würde dir empfehlen, Herr Löffler, in deinem Haus, so wie das aussieht, energetisch ganz schlecht, weil ich habe gesehen. Und dann kommt dann die Diskussion und dann sage ich, das ist eigentlich eine coole Idee, finde ich auch ganz cool.
Und dann hat sich herausgestellt, wem gehören denn die Daten? Kann man mit Wärme, also kann man mit Flugzeug die Gegend fliegen, Wärmebildaufnahmen machen? Man hat festgestellt, da gibt es Liegenschaftskatasteramt, müsste man irgendwie mit denen sich vorher mal unterhalten, ob man das will und kann. Dann haben gesagt, okay, das ist ein Projekt, das ist interessant. Das ist dann nämlich sowas, was in so einem Readiness Assessment passiert. Das steht hier, ist denn sowas überhaupt möglich dann zu machen? Weil die haben dann festgestellt, Mensch, der Aufwand, mit denen zu sprechen und eine Partnerschaft vielleicht zu haben und so weiter und so fort, ist zwar ein interessanter Use Case, aber den priorisieren wir dann erstmal ein bisschen weiter runter. Und das ist eigentlich das, wo ich hin will. Das heißt, abhängig vom Reifegrad des Kunden, vom Reifegrad der Unternehmung, ist Big Data mal sehr affin oder weniger affin. Und da gibt es eigentlich Instrumente für, die dann helfen, sozusagen mal was auszuprobieren, mal Potenziale aufzuzeigen oder auch Strategien festzulegen, wie man sich dem Thema nähern kann. Beispiel eines Online-Retailers, was wir praktisch umgesetzt haben, ist eine ganz coole Sache. Die hatten vorher eine Oracle-Datenbank, da geht es um Kampagnenplanung. Man muss sich vorstellen, so Ostern, Weihnachten und man möchte wissen, wie die Promotions gegriffen haben. Wenn man so einen Online-Retailer sich im Kopf hat, da gibt es dann bei Amazon mal einen Gutschein, da gibt es mal ein Ad im Google, da gibt es dann mal eine Beilage in so einem Amazon-Paket, wo man sich dann über Coupon oder QR-Code registrieren kann. Und die würden natürlich gerne wissen, welche Promotion hat dazu geführt, dass die erstens auf die Webseite kommen und zweitens wollen die natürlich wissen, Verweildauer, wie lange, Kaufabschluss, Upsell und so weiter. Das ganze Programm. Und über ihren aktuellen Verfahren waren sie nicht in der Lage, das zu machen. Oracle Datenbank haben sie im Einsatz gehabt, hatten auch ein BI-Werkzeug, um die Daten zu visualisieren. Aber die Kosten für also sage ich mal, jede Session-ID und diese Interaktion vom Coupon bis hin zum Kaufabschluss, ein hohes Datenvolumen, was erzeugt wurde. Und die haben beispielsweise diese neue Technologie ausprobiert, dieses Hadoop-Ökosystem, haben sich angeguckt, wie performant ist das, haben dabei gelernt und festgestellt, dass ich ja meine alte SQL-Abfragen, nämlich die in der relationalen Datenbank, muss ich ja irgendwie transformieren, umschreiben. Gibt es dann auch für HQL eine andere Abfragesprache? Ah ja, da werden auch nicht alle, sage ich mal, Algorithmen so per se mit übernommen. Das heißt, es ist schon ein kleiner Migrationsaufwand. Und das hat denen dann gezeigt, dass es aber eine sehr interessante Technologie ist, zu sehr adäquaten Kosten und ihr Businessproblem, Verteilung der Marketinggelder und totale Transparenz war damit gegeben. Also sie haben sozusagen an dem Beispiel, an einem konkreten Problem, dieses Problem sich angeguckt und entsprechend das gelöst. Und das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Nicht einfach sagen, Hadoop ist die Technologie und das ist die Lösung, sondern bitte immer vom Value, vom Datenmodell, vom Geschäftsnutzen ausgehen und dann sagen, welche Technologie ist die richtige. Dass wir das nicht, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren da, dass wir das nicht ganz alleine sagen, wir machen das gut, sondern dass es auch Analysten sagen, das ist einfach nur so ein Beispiel. Das Export ist ein Beispiel, also wo wir besonders, glaube ich, gut sind, das nimmt man uns auch als Telekom ab. Das Thema Sicherheit. Ich glaube, einen Boardmember zu haben, der mit Sicherheit und Security umgeht, ist Telekom sehr schnell aktiv gewesen. Das heißt, Sicherheit und Datenschutz ist ein wesentlicher Aspekt. Das heißt, das, was ich vorhin mit Mobilitätsdaten erzählt habe, hat 3 Jahre im Konzern gedauert. Nichts mit agil und schnell und so, sondern 3 Jahre mit dem Datenschutz zu diskutieren, was darf ich nehmen, was darf ich nicht nehmen, um dann anonymisiert die Daten entsprechend den Nürnberger Verkehrsgesellschaften, mit denen sind wir im Projekt gerade zum Beispiel, denen mal anzubieten, was die daraus machen, werden wir mal sehen. Aber auch das Thema Beratung unserer Kunden oder auch das Thema Betrieb, dieses Ganze, da ist es sogar vor etablierten Anbietern bis Januar diesen Jahres hat die IBM hat ja Software gekauft, war die IBM auch hier in dem Rahmen gar nicht aktiv. Unternehmen wie der Amazon kommt jetzt auch nach Frankfurt mit Lösungsansätzen. Also der Markt bewegt sich immer mit der Idee cloudbasierte Ansätze, um sich wirklich auf die Geschäftsinnovation und wirklichen Use Cases zu konzentrieren. Und hier nochmal Zusammenfassung. Aber damit will ich auch nach der gelben Karte eigentlich schon schließen und vielleicht noch 2, 3 Fragen entgegennehmen.